Baldur's Gate 3 ist besser als Spider-Man 2. Zumindest laut Game Awards. Denn Game of the Year ging an Baldur's Gate 3 und Spider-Man 2 Fans sind ziemlich enttäuscht, wenn nicht sogar sauer. Deshalb wollen wir heute mal gucken, warum denn die Entscheidung so gefallen ist. Bevor wir starten, nur kurz zur Info. Ich habe beide Spiele gespielt, Spider-Man 2 zu 100% beendet und Baldur's Gate 3 mehrere Spieldurchläufe hingelegt und finde beides grandios. Beide Games sind mitunter die besten des Jahres und in meiner Review zu Spider-Man 2 war ich sogar noch tendenziell eher der Meinung, dass Peter Parker und Miles Morales den Preis mitnehmen könnten. Es gab dieses Jahr ein paar gute Spiele, aber mit Ausnahme von Baldur's Gate 3 und Zelda noch nichts, was ich als Game of the Year Contender bezeichnet hätte. Aber Spider-Man 2 ist definitiv ein Kandidat dafür und meiner Meinung nach vielleicht auch schon der Gewinner. Aber letztlich war es Baldur's Gate 3 und ich sage euch, wieso das auch verdient war. Erstmal lasst uns ein bisschen die äußeren Faktoren anschauen. Klar, die sollten für die Qualität des Games erstmal keine Rolle spielen, werden sie meiner Meinung nach auch nicht, aber ich möchte euch dennoch ein bisschen Kontext liefern. Insomniac Games ist ein Teil der PlayStation Studios und genießt damit ein starkes finanzielles Rückgrat, Ressourcen und insbesondere auch Marketing, die weitaus über dem Niveau anderer Studios stehen. Egal ob Sony oder Microsoft, Xbox oder PlayStation Game Studios, AAA Publishing ist hier einfach auf einem anderen Level. Larian hingegen ist unabhängig. Die sind per Definition ein Indie-Studio. Auch wenn sie größer sind als die meisten Indie-Dev-Studios, operieren sie unabhängig. Spielentwicklung, Marketing, all das ist selbstfinanziert. Und dass Larian diese Ressourcen überhaupt hat, verdanken sie ihrer tollen Vorarbeit mit den Divinity-Spielen, aber über die sprechen wir später noch. Fangen wir erstmal damit an, warum Spider-Man 2 definitiv Game of the Year verdient hätte. Spider-Man 2 ist das dritte Spiel in der Insomniac Spider-Man-Reihe. Die ersten beiden Spiele waren Spider-Man, dann Spider-Man Miles Morales und jetzt eben Spider-Man 2. Mit dem ersten Spiel wurde ein revolutionäres Movement-System eingeführt, mit Miles Morales neben der neuen Story-Perspektive das Kampfsystem weiter ausgebaut und mit Spider-Man 2 wurde das alles vereint in einem kompletten Paket mit weiteren Features, die die gelungene Vorarbeit der beiden Spiele zu einem grandiosen Inhalt verschnürt. Die Gameplay-Elemente sind grundlegend gleich geblieben, aber das Movement war flüssiger und mit mehr Komponenten ausgestattet, wie beispielsweise der Wingsuit oder auch ein dynamischeres Kampfsystem. Genauso müssen Secrets funktionieren. Die Devs lernen aus den vorangegangenen Spielen, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, schleifen die Ecken, die noch übrig sind und optimieren ihr Spiel. Und entstanden ist Spider-Man 2, ein grandioses Spiel in allen Kategorien. Auch die Story zieht sich stringent durch, sowohl pro Spiel als auch übergreifend. Besonders schön ist die Mentor- und Schülerrolle zwischen Peter und Miles über die Spiele hinweg, die in einem schönen Finale für Peter endet, der metaphorisch die Verantwortung als Spider-Man an Miles übergibt. Tatsächlich ist die Geschichte von Baldur's Gate 3 gar nicht so unähnlich. Baldur's Gate ist ebenfalls die Summe der Erfahrungen, die Larian mit Divinity und Divinity 2 gesammelt hat. In den beiden Divinity-Spielen ist schon vieles vorhanden, was Baldur's Gate 3 dann perfektionierte. Die Struktur der Spielwelt, die dynamische Spielweise und die tiefen Charaktere mitsamt Origin-Quests gab es nämlich auch vorher schon. Was in Baldur's Gate 3 noch neu dazu kam, ist das transparent kommunizierte Würfelsystem und die sogar noch erhöhte Dynamik im Spielsystem. Natürlich sind sowohl die Divinity-Spiele als auch Baldur's Gate mit ihrem rundenbasierten, sehr überlegtem und langsamen Gameplay absolute Nische. Es ist schon ziemlich beachtlich, wie gut sich das Game verkauft hat, obwohl es so weit außerhalb des Mainstream liegt. Spider-Man 2 ist mit seinem Gameplay natürlich schneller und ja, auch mehr für den Mainstream und Casual Gamer geeignet. Aber die Game Awards und insbesondere Game of the Year sollen Spiele auszeichnen, die Games als Medium voranbringen, die Neues leisten, die noch nie zuvor Gesehenes zeigen und hier liegt der Unterschied und der letztlich verdiente Sieg von Baldur's Gate 3 über Spider-Man 2. Spider-Man 2 ist ein cinematisches Abenteuer in einer schön inszenierten Spielwelt mit einer faszinierenden Story, klassischem RPG-Gameplay-Loop mit hoher Liebe zum Detail in Customization und Möglichkeiten, die Skills und Gameplay-Elemente zu kombinieren. Alles, was Spider-Man 2 macht, macht es unfassbar gut. Aber es macht nichts Neues oder Bahnbrechendes für das Medium. Das exzellente Kampfsystem hat keinen erheblichen Unterschied zu einem God of War Ragnarok. Die atemberaubenden Cutscenes sind genauso stark wie bei einem Uncharted. Die hochqualitative Story ist auf demselben Niveau wie ein The Last of Us. Spider-Man 2 ist das Ergebnis der unglaublich gelungenen Spiele, die Sony produziert und vereint diese in einem Paket.
Bei Baldur's Gate 3 ist kein solcher Vergleich möglich. Das D&D-basierte Gameplay-System ist bis dato nie in diesem Umfang in einem Spiel umgesetzt worden. Natürlich sind auch hier Story und Charaktere gut geschrieben, und welche der beiden Spiele man nun mehr mag in dieser Hinsicht, ist ja auch Geschmackssache. Aber die Innovationsleistung, die Baldur's Gate 3 leistet, ist die immense, bis heute noch nie gesehene spielerische Freiheit. Dialoge haben immer mehrere Verläufe, die wirklich einen Unterschied machen und die Story auf neue Pfade bringen, und Würfelergebnisse geben dem Ganzen noch etwas mehr Zufallschance. Jede Quest, jeder Ort, jeder noch so kleine Teil der Spielwelt hat mehrere Lösungswege. Wie ihr euch in das Abenteuer wagt, ist wirklich euch überlassen und kein leeres Marketinggerede. Das führt zu einer unfassbaren Menge an Inhalt. Baldur's Gate hat 17.000 Variationen seines Endes, 174 Stunden an Cinematics und ihr könnt bis zu 22 Subclasses zusätzlich zu euren Hauptklassen finden. Kein Spiel in der Geschichte des Gaming hat euch so viele Möglichkeiten der freien Entscheidung gegeben. Bis heute finden noch Leute heraus, was sie alles machen können, und kommen auf kreative Lösungswege für verschiedene Szenarien im Spiel. Natürlich hilft es, dass die Grafik super ist, die Story gelungen und auch Voice Acting auf höchstem Niveau sowie die Interaktion der Charaktere glaubwürdig, aber der Grund, warum Baldur's Gate 3 Game of the Year verdient, ist letztlich nicht der Production Value, sondern die technische Meisterleistung, euch diese schier unendliche Menge an Optionen zu geben und trotzdem eine kohärente, glaubwürdige und immersive Spielerfahrung zu bieten. Ich kann absolut verstehen, dass man sich mit rundenbasierten Spielsystemen nicht anfreunden kann. Das bleibt eben eine Geschmacksfrage. Aber wenn ihr euch darauf einlassen solltet, erwartet euch nicht nur ein balanciertes, taktisch ausgetüfteltes und facettenreiches Gameplay-System, sondern auch ein Spiel, das alle Restriktionen des modernen Game-Development hinter sich lässt und wirklich zu eurem Abenteuer wird. Man kann einfach nicht genug betonen, was eine innovative und technisch bewundernswerte Leistung hier Larian Studios hingelegt hat. Sowohl im Game Design als auch in der Technik, und somit eine neue Messlatte hingelegt hat, wo ihr euch sicher sein könnt, dass viele Studios versuchen werden, daran anzuknüpfen. Es gibt sie also noch, die Game Developer, die auf Qualität setzen, ihrer Vision treu bleiben und ein solches Meisterwerk produzieren. Ich habe euch natürlich nicht vergessen, liebe Tears of the Kingdom Fans. Mir ist nur aufgefallen, dass in der Twitter-Bubble eine große Diskussion zwischen Spider-Man 2 und Baldur's Gate 3 stattfindet, auch wenn Tears of the Kingdom definitiv auch Game of the Year verdient hätte. Aber was meint ihr? Könnt ihr die Entscheidung der Game Awards nachvollziehen? Oder seid ihr der Meinung, Spider-Man 2 hätte den Preis eher verdient? Schreibt es gerne in die Kommentare, denn ich bin für heute wieder durch. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.